Welcome to my crib. Wir sind in der neuen Wohnung in Berlin angekommen und ich möchte euch gleich mal eine Tour geben. Auch für mich, für meine Erinnerung, die Wohnung mal einfach ohne Möbelstücke filmen. Wie ihr hört, es halt sehr. Also es ist komplett leer. Also hier bin ich gerade reingekommen, das ist die Eingangstür. Wenn man gleich rechts geht, sieht man einen kleinen süßen Hund im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer hat einen wunderschönen Fischgrätenboden, einen alten, die Decken sind sehr, sehr hoch. Hier würden wir wahrscheinlich unser Sofa hinstellen, da haben wir eine wunderschöne kleine Leseecke oder so. Und da hätten wir geplant, den Esstisch hinzustellen. Dann haben wir hier einen schönen Balkon. Klein, aber fein. Er ist tatsächlich größer, als er im Video ausschaut. Ich war auch überrascht, weil die Wohnung hat sich ja mein Freund angeschaut. Ich habe die gar nicht gesehen, ich habe nur im Video gesehen. Und ja, der Balkon ist größer, als er im Video ausschaut. Weiter geht's vom Wohnzimmer in die Küche. Küche ist hier drüben und ich war echt, ich schalte mal das Licht an. Ups, nein, falsches Licht. Ich war so überwältigt, wie ich die Küche gesehen habe, weil es sind echt so, so tolle Geräte. Ich hatte bis jetzt immer nur so IKEA-Küchen und jetzt einfach mal Bosch-Geräte zu haben und auch so wirklich einen tollen Ofen. Bin schon sehr gespannt, wie das Kochen hier wird. Angeblich ist es auch sehr energieeffizient, hat mir gerade der vorherige Mieter gesagt. Und unser Kühlschrank, hier haben wir schon einen Hummus drin stehen. die Küche ist auch, also eigentlich relativ, ich sage jetzt mal klein von den Flächen her, also man hat eigentlich hier nur zwei Arbeitsflächen, aber dafür ist sie wirklich sehr, sehr hoch. Also es gibt unglaublich viel Stauraum hier oben und ich finde das auch voll cool. Hier kann man die Gewürze lagern. Und hier unten eine echt große Lade auch für Besteck und einige andere Laden. Also ich glaube, hier werde ich so Töpfe hingeben und Pfannen. Und hier unter der Spüle ist ein Mülltrennungssystem, was ich auch so toll finde. Schaut mal da raus. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da unten sind die Mülltonnen. Und es gibt einfach alle Mülltonnen im Innenhof. In Wien musste ich immer so weit gehen zum Biomüll und zum Glasmüll und so weiter, aber ich wollte immer Müll trennen. Nur es war halt, also ich habe immer Müll getrennt, aber es war halt immer echt viel Arbeit, das dann von A nach B zu schleppen. Und hier haben wir einfach alles unten und ich freue mich so darüber. Das sind so die Kleinigkeiten, über die ich mich freue. Ja, das ist die Küche. Ich werde euch das dann noch im Detail, glaube ich, zeigen in einem der nächsten Videos. Wenn ich dann alles einräume, kann ich euch dann auch mitnehmen und zeigen, ja, wie ich das alles einräume. Ich musste überhaupt noch überall reinschauen, was das da alles gibt. Aber eigentlich, ja, sehr praktisch. Das ist Gefrierschrank, Kühlschrank und eben ganz viel Stauraum. Ja, dann geht es weiter in den Gang. Hier stehen übrigens schon so unsere Sachen. Wir werden in der leeren Wohnung heute schlafen, heute und morgen. Haben uns eine Matratze bestellt und zwei Polster mitgenommen. Das hier ist das große Arbeits- und Gästezimmer. Oh my God, I was like, what's this black thing in the back? What are you doing? Is that the only seat you got? Okay, well, good spot. Genau, auch in diesem Zimmer wunderschöne Flügeltüren, sehr, sehr hohe Altbauwände. Der Boden ist anders hier. Der hat, ja, da ist es kein Fischgrätenboden, aber ich finde auch den voll, voll schön. Nur hier ist eine Verfärbung leider. Hier war mal ein Teppich und ja, man sieht's. Aber ich hoffe, das gleicht sich irgendwann dann wieder aus. Also nur zur Einrichtung, wir haben geplant, weil wir beide eigentlich von zu Hause aus arbeiten, beziehungsweise ich mehr als er. Wir haben geplant, dass wir hier ganz viele Schreibtische, also so zwei, drei Schreibtische hinstellen zum Arbeiten. Und hier dann ein Futon, also ein Sofa, das man ins Bett, also zu einem Bett machen kann für Gäste. Und hier würden wir unseren Packschrank, den wir jetzt in der alten Wohnung im Eingang hatten, hinstellen und eine Pflanze. Und im Packschrank ist dann einfach auch sehr viel Stauraum. Ja, apropos Stauraum, hier am Ende ist übrigens ein Abstellraum, das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Das heißt, hier kann man auch noch einiges reinstellen. Das einzige Problem ist, dass hier der Stromkasten ist und ich weiß nicht genau, wie man das dann managt, dass man hier doch noch hinkommt, aber trotzdem Stauraum hat. Also wir müssen uns das überlegen, wie wir das da ja, angehen. Ja, hier geht's ins Badezimmer. Das ist wirklich so groß und mit einem Fenster und über das freue ich mich auch sehr. Eine Badewanne haben wir, das Klo ist im Badezimmer und eine sehr große Dusche. Und ich bin so lahm und freue mich über die Dusche, weil ich dann die Ellie endlich duschen kann und nicht in der Badewanne waschen muss, wenn ich sie mal wasche, alle paar Monate. Und auch hier ein super tolles Gerät, das mit dabei war in der Wohnung, einen Waschtrockner, wobei ich nie trocknen, also wobei ich meine Kleidung nie trockne, aber generell, ich hatte das noch nie. Und eine Heizung für die Handtücher.
Sehr, sehr toll. Wir werden uns wahrscheinlich hier noch ein Kasterl kaufen für drunter, vielleicht sogar breiter, damit wir da viel Stauraum haben für Handtücher und so. Aber ja. Ja, vom Badezimmer geht man dann hier ins Schlafzimmer. Das ist einer der dunkelsten Räume, aber das finde ich eigentlich ganz okay, weil wir sind ja nur eigentlich abends hier. Wir haben geplant, dass wir hier das Bett herstellen, wobei vielleicht machen wir es auch so, das weiß ich jetzt nicht genau. Die Vorhänge haben die ehemaligen Mieter drin gelassen. Und wo sich der Pax ausgeht, weiß ich jetzt nicht. Also entweder wir stellen den hier her oder da drüben. Müssen wir dann einfach schauen, wie das ja, von den Maßen her passt. Ja, ich glaube, das ist alles. Was kann ich Ihnen noch erzählen? Ich glaube, es gibt halt sehr viele Spots hier oben. Das heißt, wir müssen uns nicht so viel um Lampen kümmern. Ich glaube, wir haben nur die drei großen Räume brauchen Lampen. Also das Wohnzimmer, wo ich jetzt gerade drin bin, das Gästezimmer und das Schlafzimmer. Der Grund, weshalb wir uns so eine große Wohnung genommen haben, ist erstens, dass wir von zu Hause aus arbeiten. Zweitens nehme ich mal an, dass wir oft Gäste haben werden, einfach weil ich Freunde in Wien habe oder meine ganze Familie und überhaupt jeden. Und mein Freund hat einfach seine Familie in Amerika und seine Freunde. Und wir haben schon, also wir glauben schon, dass oft uns Leute besuchen kommen. Und das ist auch schön so. Und drittens hat sich mein Freund wirklich, glaube ich, 25 Wohnungen in Berlin angeschaut, bis er die gefunden hat. Das ist jetzt keine Werbung, aber er hat die auf Immobilien-Scout gefunden. Mich fragen ständig Leute, wo wir die Wohnungen gesucht haben. Eigentlich immer nur für Immobilien-Scout. Und ja, nach 25 Wohnungen hat er die gesehen und hat gesagt, die ist so schön. Die ist zwar ein bisschen zu groß, aber die ist einfach genau die Lage, die wir wollten. Und die Geräte sind toll und die Räume sind schön und hoch und hell. Und ja, das war uns wichtig. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und ich glaube, das nächste Video ist schon das, wo die Umzugsfirma kommt. Und ja, ich freue mich sehr darauf.